Welcome everybody to this talk. How does the internet work? Willkommen zu dem Talk, wie funktioniert das Internet? Peter Stuge ist hier, um uns die Infrastruktur des Internets zu erklären. Und ich bin sicher, wir werden alle eine Menge dabei lernen. Bitte einen herzlichen Applaus für Peter Stuge. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich bin echt begeistert, dass es eine französische Übersetzung gibt. Ich möchte darüber reden, wie das Internet funktioniert. Ich möchte ein bisschen euch erklären, wie die Technologien, die verwendet werden, wenn ihr das Internet benutzt, funktionieren. Also meine Motivation zuerst, warum dieser Talk? Das ist ein kleiner Hintergrund, wie das Internet angefangen hat. Dann gehen wir in die Details. Was passiert wirklich zwischen dem Webbrowser und der Webseite? Das ist unser Startpunkt. Ich habe die ganzen Details von unten nach oben sortiert, also von den niedrigsten Ebenen, die Bits und Bytes, bis hoch auf die Applikationsebene. Deswegen habe ich jetzt auch hier erstmal eine Übersicht eingefügt, die wirklich zeigt, was passiert zwischen dem Webbrowser und den Webseiten, weil das sind die Teile, die die meisten Leute schon kennen. Jetzt ein paar Details über die verschiedenen Protokolle. Am Ende noch eine kleine Übersicht über weitere Vorträge, die vielleicht interessant sind, wenn euch dieses Thema interessiert hat. Der Grund, warum ich diesen Vortrag halte, ist, das Internet, das ist der Mechanismus, den wir die ganze Zeit verwenden. Die Details davon kennen die meisten Leute eigentlich gar nicht. Wir haben einfach keine Möglichkeit, das Netzwerk selbst zu erleben, haptisch. Das ist einfach immer vor uns verborgen. Und die Services, die dabei verwendet werden, die versuchen wirklich, dass sie nicht in Erscheinung treten. Deswegen brauchen wir ein bisschen Vorstellungskraft, um zu sehen, wie es wirklich funktioniert. Und ich finde es gefährlich, nicht ab und an mal über das Netzwerk zu reden und darüber nachzudenken, damit es nicht in Vergessenheit gerät und damit die Leute weiter für das Netzwerk kämpfen, dass es weiterhin gleich und fair bleibt. Wenn wir weiter nur auf die Internet Service Provider, also die Internetdienstleister, uns fokussieren, dann gehen Teile verloren. Aber der wichtige Aspekt davon, dass das Internet heutzutage neutral ist, dann das bedeutet, dass wir alle uns untereinander verbinden können, also ohne den Umweg über den Provider eigentlich. Und das ist ja Teil der menschlichen Natur, dass die Menschen untereinander kommunizieren. Das Internet sollte uns erlauben, mehr Abwechslung reinzubringen. Und wir müssen uns über die Struktur klar sein, um zu wissen, warum das so wichtig ist. Wir müssen ein bisschen über das Netzwerk reden, weil sonst besteht die Gefahr, dass es in Zukunft verschwindet. Jetzt möchte ich kurz darüber reden, wie alles angefangen hat. In 1970, die Organisation, die damals ARPA hieß, hat das ARPANET angefangen zu konstruieren. Das ARPA heißt jetzt DARPA, das ist das Defense Advanced Research Projects Agency, und die entwickeln damals und heute fortgeschrittene Technologien für das US-Militär. Das ist jetzt ein sehr altes Dokument, das ich euch zeige, das RFC 46. Und es ging darum, dass sehr alte Geräte damals in ein Netzwerk gesteckt wurden und Informationen austauschen konnten, um schneller Fortschritte zu erreichen. Jetzt ist es was anderes. Jetzt müssen wir uns kurz anschauen, was zwischen dem Browser und der Webseite passiert. Wir haben eine Person, die sitzt an einem Laptop und benutzt einen Browser, um eine Webseite zu besuchen. Sie tippen die Adresse ein, zum Beispiel events.ccc.de, um einen Blog zu lesen. Zum Beispiel über den Kongress.
was der Browser macht, sind zwei verschiedene Dinge. Zuerst muss er, um die Seite darstellen zu können, erstmal er muss den Weg rausfinden, mit dem er die Webseite erreichen kann. Das Computer funktioniert nicht wirklich gut mit Text und mit Namen, zumindest nicht der Netzwerkteil davon. Deswegen gibt es eine Übersetzung, sowas wie ein Telefonbuch, bei dem, das heißt DNS. Das wird hauptsächlich dafür verwendet. Es gibt auch andere Verwendungen, aber hauptsächlich übersetzt es Namen, wie jetzt zum Beispiel Events von ccc.de, die man sich als Mensch merken kann, in eine Netzwerkadresse, die wir IP-Adresse nennen, zu übersetzen. Das ist der erste Teil. Ich habe hier System-DNS auf die Folie geschrieben, da der Browser nicht alles selber macht, sondern er verwendet einen Server dafür, der das selber erledigt. Das in den Klammern sind die Protokolle, die das Betriebssystem dazu verwendet. Da kommen wir auch noch drauf zurück später. Aber sobald der Browser das übersetzt hat und jetzt die Netzwerkadresse hat, mit der er den Server anfragen kann, der die Webseite liefert, ruft er den auf. Und jetzt verwendet er wieder einen ganzen Satz Protokolle, die ich da auch aufgeschrieben habe. Also zum Beispiel die TCP und die IP-Adresse. Ich werde die nachher nochmal im Detail erklären, was deren Eigenschaften sind. Aber obendrauf auf diesem Satz an Protokollen sitzt ganz oben das HTTP-Protokoll, mit dem der Browser die Anfrage an den Webserver schickt, um die Webseite zu bekommen. Das passiert alles auf dem Laptop in dem Browser und auch in dem Betriebssystem, was auch immer ihr da verwendet. Und dann gibt es noch eine längere Kette an Protokollen bzw. Geräten, die dabei noch in Erscheinung treten, also zum Beispiel ein WLAN-Router bei euch zu Hause auf dem Kongress oder im Coffeeshop. Und dann noch weitere Router, die irgendwie auf dem Weg sitzen im Internet zwischen meinem Laptop und dem Server, mit dem ich reden will. Diese gesamten Router bekommen die Pakete gegeben und schauen an, wo es hinkommt und schicken es weiter auf dem Weg zu seinem Ziel. Sie schieben die Pakete einfach weiter. Den ganzen Tag. Im Endeffekt, Ziel auf dem Webserver sind auch zwei Teile. Zuallererst kommt die Anfrage, die gesendet wurde vom Browser und wird wieder durch die ganzen unterschiedlichen Protokollschichten zum Webserver weitergegeben und dann wird dieser Request angeschaut und man sieht, oh, ich möchte jemand den ersten Blog posten, dann wird das zurückgeschickt, ziemlich ähnlich zu dem, wie es zum Server gekommen ist. Das ist die Antwort auf den Server. Und das geht auch wieder durch die ganzen Router und demselben Weg zurück zum Laptop. Und jetzt können wir uns mal die unterschiedlichen Bausteine anschauen. Lasst uns mal das Kleinste anschauen. Wir reden über Pakete, die hin und her gehen. Das Paket oder ein Paket ist so ein Atom auf dem Netzwerk. Es ist das kleinste sinnvolle Einheit, die vom Netzwerk behandelt wird. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das ist die beste Idee, Pakete zu versenden. Das ist mit ganz normalen Paketen, wie man sie auch mit der Post versendet. Die maximal erlaubte Größe ist standardisiert. Man kann eine Postkarte senden, die ein Quadratmeter groß ist. Und genauso bei Paketen kann man nicht beliebig große Pakete senden. Eine relativ übliche Maximalgröße ist 1500 Bytes oder ungefähr Charaktere, Buchstaben. Und nur mal so ein Beispiel zu geben, wie relativ klein die Pakete doch sind, und
passen 15.000 Buchstaben auf eine Karte? Nee, nicht ganz. Also im Endeffekt sind diese Pakete ein bisschen größer als eine Postkarte, aber die Idee ist ziemlich ist ähnlich. Man sendet sie los und dann ist ein bisschen Struktur, zum Beispiel ein Briefmarke und ein Adressant, aber das, was man auf der anderen Seite schreibt, ist im Endeffekt egal. Es ist genauso mit den Paketen, die können irgendwas beinhalten. Wenn man in einer Sprache spricht, die der Empfänger nicht versteht, dann kann er zwar ein Paket empfangen, aber weiß er nicht, was man ihm sagen möchte, und er wird es einfach fallen lassen oder droppen. Pakete werden durch Netzwerkinterfaces gesendet und empfangen. Das, beispielsweise könnte das ein Netzwerkkabel sein oder eine WLAN-Antenne oder ein 3G oder LTE-Modem, wenn man draußen unterwegs ist. Und das Handy macht genau das Gleiche. Der hat WLAN, wenn man zum Beispiel in einem Kaffeehaus ist, oder man hat LTE, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und einer der interessanten oder vergleichbaren Punkte mit den Postkarten, das wirklich nicht mehr wirklich stimmt: Netzwerkinterfaces können einfach Millionen von Paketen in einer einzigen Sekunde austauschen. Also, wenn man ziemlich viel Informationen austauschen muss oder möchte und man eine gute Internetverbindung, wie hier zum Beispiel auf dem Congress hat, dann ist das kein Problem. Der nächste Schritt, den wir uns anschauen können, was können wir auf die Adressatenseite der Postkarte schreiben? Auf dieser Seite werden wir nur IPv4 anschauen. Ja, ich weiß, es ist alt und wir sollten wirklich IPv6 benutzen, aber es ist immer noch das am meist verbreitete, und es wird nicht ewig dauern, aber aktuell ist es noch sehr üblich, und ich glaube, es ist etwas, was die meisten von uns zumindest irgendwo gesehen haben, wenn man das WLAN einrichtet oder eine Internetverbindung einrichtet. Diese IP-Adresse, wie hier oben, ist eine wahrscheinlich eine der bekanntesten IP-Adressen, die existieren, wenn man einen eigenen WLAN-Router ansprechen möchte. Diese IP-Adressen haben diese vier Zahlen, die sind von 0 bis 255 und dann vier davon, und da haben wir Punkte dazwischen. Das ist einfach, wie sie geschrieben werden. Und das ist ein effizienter Weg, wie Maschinen sich gegenseitig identifizieren können. Aber der Grund, weshalb IPv4 nicht mehr so toll ist, ist, dass es relativ wenige Geräte sind. Das Internet ist relativ beliebt, und weltweit sind die Adressen einfach am Auslaufen. Es gibt einfach nicht genug Adressen für alle Geräte, die wir heutzutage mit dem Internet verbinden wollen. IPv6 wird das lösen. Mal sehen, schauen wir mal. Es wird spannend sein, das zu erfahren. Zuallererst, was ist überhaupt ein Netzwerk? Wir haben unterschiedliche Netzwerke, wir haben physikalische Netze und logische oder abstrakte Netzwerke. Physikalische Netze sind Kabel. Wenn man irgendwo eine Verbindung zwischen seinem eigenen Internet-Service-Provider zu seinem eigenen WLAN-Router hat, dann, oder wenn man ein LAN aufgebaut hat, wie zum Beispiel im Hackcenter, dann mit Switchen und vielen Kabeln und ein Kabel zu jedem Computer, dann haben wir ein physikalisches Netzwerk, und das ist ein anfassbares Ding. Das ist etwas, was wir mit unseren Händen modifizieren und ändern können. Aber das ist ein Netzwerktyp, und ein anderer, genauso logischer oder genauso gültiger Netzwerktyp ist dieses logische Netzwerk. Und das wird nur durch die Adressen definiert, die benutzt werden, um dass mehrere Computer miteinander kommunizieren und Informationen austauschen können. Hier haben wir wieder ein Netzwerk, das zum Beispiel mit dem WLAN-Router benutzt werden kann, der die Adresse oben hat. Und es gibt so eine Form, also die ersten drei Zeichen sind dieselben, oder die ersten drei Ziffern, oder, nee, die ersten drei Zahlen sind dieselben, und dann der letzte Teil ist 0, und dann haben wir hier dieses /24, und das
bedeutet, dass die ersten 24 Bit von den 32 Bits, die existieren, Mathe und Binärzahlen, so ein bisschen komplex, aber im Endeffekt 24 bedeutet, die ersten drei Zahlen sind immer die Namen des Netzwerks. Und innerhalb von diesem Netzwerk oder dieser logischen Gruppe von Geräten, die miteinander kommunizieren können, wird nur die letzte Zahl sich ändern. Und solange dies der Fall ist, brauchen wir keinen Router bisher. Geräte können direkt miteinander kommunizieren, direkt miteinander auf dem lokalen Netzwerk miteinander reden oder im WLAN oder wie dem auch sei. Das Stash 24 oder die 255.255.255.0 sind nur unterschiedliche Arten, genau das gleiche auszudrücken. Wo kommen IP-Adressen her und wer hat die? Und wenn wir einen WLAN-Router bekommen, dann haben wir irgendwie IP-Adressen. Aber ich und meine Freunde haben dieselben IP-Adressen, weil wir einen WLAN-Router vom selben Hersteller haben, oder? Das ist so ein besonderer Fall. Das sind keine Internet-IP-Adressen. Das sind IP-Adressen, die nur lokal benutzt werden. Nur in einem Heimnetzwerk, nur in einem Firmennetzwerk zum Beispiel. Die öffentlichen IP-Adressen sind die, die an der Außenseite oder von dem WLAN-Router, den wir bekommen haben, sind. Der WLAN-Router hat in der Regel, manche Internetprovider geben mehrere, aber wir haben viel mehr, häufig sind mehr Geräte im Netzwerk, als wir vom Internetprovider gestellt bekommen. IP-Adressen werden von dem Internetprovider zugewiesen oder andersrum, Internetprovider bestellen oder beantragen eine Reihe von IP-Adressen, und hier in Europa gibt es dieses RIPE, die dafür zuständig ist, den Internetfirmen einen Bereich von Netzwerk, von IP-Adressen zuzuordnen und dadurch auch vielleicht eurem oder meinem Internetprovider. Und RIPE hat Kollegen in den anderen Teilen der Welt, zum Beispiel 4 oder 5, vielleicht 6 Organisationen, regionale Netzwerk-Centers. Und die verteilen IP-Adressbereiche zu unterschiedlichen Firmen. Das sind nicht nur die Internet-Provider, die wir hier zu Hause benutzen, wie Telekom oder so, sondern auch, wenn eine größere Firma einen Service auf dem Internet anbieten möchte, also die ganzen Streaming-Seiten, die ihr euch vorstellen könnt, die ganzen, zumindest viele große Webseiten, die jeden Tag benutzt werden, haben auch ihre eigenen IP-Adressbereiche und versuchen mit unterschiedlichen Wegen mit den Internetprovidern Daten auszutauschen, dass die Endbenutzer einen bestmöglichen Service haben, wenn sie die Webseiten besuchen. Und ich habe jetzt gerade über die Internet-SPs geredet, die versuchen, möglichst gute Methoden zu haben, miteinander zu verbinden, und die wollen ermöglichen, dass, wenn eine Firma mit einer Internetfirma verbunden ist, auch die von anderen Internetfirmen verwenden können. Und das ist das Routing. Das sowohl im WLAN-Router zu Hause, aber auch und noch viel mehr in den großen Routern im Internet, die Pakete hin und her schieben, passiert. Wenn wir mit dem WLAN-Router zu Hause beginnen, dann gibt es in der Regel ein lokales Netz, mindestens eins, manchmal haben mehr. Ich habe einen Home-Router, der sowohl das reguläre Netzwerk, und ich konnte auch ein Gastnetzwerk zum Beispiel einrichten mit einem Gastpasswort. Und das ist dafür da, dass es ist WLAN, darum ist es nicht so klar, aber das sind zwei unterschiedliche physikalische Netze.
wenn man mit dem einen verbunden ist, kann man nicht direkt mit dem anderen kommunizieren, ohne dass ein Router dazwischen ist. Es ist möglich, dass der WLAN-Router dies macht und es ermöglicht, aber das ist nicht klar. Und es ist wahrscheinlicher, dass es nicht funktioniert, weil dieses Gastzugang, den wollen wir zum Beispiel irgendwelchen Besuchern geben können. Und vielleicht wollen wir nicht, dass sie unseren Drucker oder unser Netzwerkdatenspeicher benutzen können. Und darum ist es sinnvoll, dass dieses Guest-Netzwerk nicht auf unser Hauptnetzwerk zugreifen kann. Diese zwei unterschiedlichen Netzwerke, selbst wenn es dieselben Radiobereiche sind und dasselbe Gerät, was dieses Radiowellen aussendet, sind es immer noch zwei unterschiedliche Netze. Das Besondere an einem WLAN-Router ist, dass er genau eine einzelne Verbindung zu dem Internet hat. Also es hat quasi im Endeffekt ja eine Verbindung zum Telekommunikationsprovider. Und in manchen Fällen, insbesondere in den USA, ist es Situation so, dass die Telekommunikationsprovider auch andere Angebote hat, wie zum Beispiel Videos. Und das ist sehr schlecht, wenn man keine andere Option hat und keine Wahl. Also wir haben diesen WLAN-Router mit dem einen Verbindung mit dem Internet, zu dem Internetanbieter. Und wenn wir das jetzt mit den Internetroutern vergleichen, die weiter draußen auf dem Internet sind und von einem der vielen Internetfirmen betrieben wird, dann haben sie auch ein oder mehrere lokale Netze, die zu ihnen gehören. Ziemlich ähnlich wie das WLAN zum Home-Router oder zum Heimnetz-WLAN-Router gehört. Zum Beispiel eine Firma wie zum Beispiel der CCC. Der CCC hat auch ein paar Geräte, ein paar Server, zum Beispiel events.ccc.de Server ist ein Teil von dem CCC Teil des Internets, von der Scheibe des Internets, das dem CCC zugeordnet ist. Und der Router, dem diese gesamten CCC-Netzwerke verantwortlich ist, ist auch dafür verantwortlich, dieses IP-Segment, wo der Webserver drauf ist, die Daten hinzusetzen, senden. Das Problem ist, dass diese Router, die weiter im Internet draußen sind, dass sie in der Regel mit zwei oder in der Regel sogar mehr Internetroutern verbunden sind. Wie genau, das ist unterschiedlich. Das hängt von der Version, von der Lokation ab. Es gibt ein paar übliche Setups oder Situationen, aber die Verbindungen, die existieren, hängen davon ab, wie sie mit anderen Internetfirmen peeren oder Daten austauschen. Internetorganisationen können Regelungen mit unterschiedlichen anderen Organisationen haben. Deswegen ist es teilweise schwer, vorher zu raten, wie eine gewisse Organisation dieses Peering oder Datenweitergabe oder Datendurchleitung aushandelt. Mindestens ein Modell ist, dass man in einem Datencenter irgendwo hat, wo ein Internet-Austauschknoten ist. Das ist eine Organisation, dessen einzige Aufgabe ist es, mehrere Internetfirmen oder mehrere Internetorganisationen zu helfen, dass die Firmen sich dort zusammen verbinden, dass alle ein Kabel dahin legen und dann dort miteinander verbinden, sodass dann Verkehr oder Datenverkehr zwischen ihnen ausgetauscht werden und teilweise sogar ohne Kostenfaktor. Und das ist ein interessanter Idee, weil es gibt so viele unterschiedliche Geschäftsmodelle für dieses Datenaustausch oder dieses Peering. Der Internet-Treffpunkt ist eins davon. Es gibt ein paar davon in Deutschland. Also das ist die Größe, wie weit man darüber nachdenken kann. Privates Datenaustausch ist auch möglich, wo
einzelne Firmen ihre eigene Leitung zueinander haben. Und diese Verbindungen werden dann irgendwann aufgebaut oder irgendwie aufgebaut. Und wie wissen die Router jetzt, was wohin gesendet werden muss? Das wird durch Routing-Protokolle gelöst. BGP ist zum Beispiel eins. BGP ist das Protokoll, mit dem man die Routing-Transfers erledigt. Man kann zum Beispiel einstellen, welche Route zu präferieren ist, aber ich kann auch einfach sagen, es interessiert mich eigentlich gar nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel man für den Nachrichtenverkehr bezahlen muss bei verschiedenen Netzwerken. Also ich kann ein Peering Agreement haben, das heißt eine Vereinbarung, wie viel und wie viele Daten ich zu welchem Preis durchleiten kann mit einem Partner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vereinbare, dass ich gar nichts bezahlen muss, dann will ich natürlich, dass möglichst viel Verkehr darüber läuft, über dieses Netzwerk. So. Jetzt haben wir uns IP-Adressen angesehen und wir kennen jetzt ein paar verschiedene Systeme, die mit dem Internet verbunden sind. Wir wissen, dass jedes System, was im Internet verbunden ist, eine IP-Adresse hat. Und wir können jetzt, wenn wir die Adresse kennen, versuchen, uns mit dem System zu verbinden. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich, aber der erste Punkt oben ist UDP. Jetzt geht es darum, wenn wir etwas auf eine Postkarte schreiben, dann würden wir eine IP-Adresse draufschreiben, weil wir wissen, welches System wir erreichen wollen und wir wollen dem eine Nachricht schicken. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit der man Nachrichten strukturieren kann. Das sind jetzt die gängigsten drei. Die machen fast den gesamten Verkehr im Internet aus. Das erste ist UDP. Es ist wirklich ähnlich wie Postkarten. Es ist eine einfache Nachricht. Da ist kein Kontext drumherum, keine Verbindung, es gibt auch keine Garantien, die uns garantieren, dass wenn ich es wegschicken würde, dass es dann auch ankommt oder nicht. Also entweder ich habe Glück und es kommt an oder es kommt halt nicht an und ich weiß es dann noch nicht mal. Es klingt erstmal ziemlich nutzlos, aber es ist in vielen Situationen wirklich sehr gut. Also zum Beispiel, wenn man Echtzeit-Audio-Übertragung oder Videostreaming macht. UDP ist eine wirklich gute Wahl, weil es ist Echtzeitinformation, die verschickt wird. Wenn was fehlt, dann ist da vielleicht eine kleine Störung im Audio oder im Video, und das ist gar nicht so wichtig in dem Moment. Und das ist nicht wichtig genug, vor allem, als dass man dafür wartet und das Video anhält, bis man das reparieren kann. Es ist viel wichtiger, dass man einfach weitermacht und das nächste Bild kriegt und dann damit gleich weitermacht. Und für diese Anwendungszwecke ist UDP wirklich eine sehr gute Wahl. Wenn es ankommt, dann kommt es halt an und wenn nicht, dann halt nicht. Aber das beruht natürlich auch ein bisschen darauf, dass fast immer kommt es auch in der Regel an. Also der nächste Punkt auf der Liste ist TCP. Ihr habt sicher schon mal den Begriff TCP/IP gehört. Also das ist spezifisch gesagt die Kombination aus eben TCP-Protokoll mit IP-Adressen. Und sowohl TCP als auch UDP haben das Konzept eines Ports. Das ist quasi eine zweite Adresse. Also wenn man quasi sagt, die IP-Adresse ist die Straßenname und der Port ist dann sowas wie die Hausnummer. Das identifiziert ein bestimmtes Angebot auf dem Server oder ein Service. Also zum Beispiel Webserver würden einen Port kriegen, E-Mail-Server kriegen einen anderen Port. Da sind auch relativ fixe Ports für festgelegt worden, so dass man nicht raten muss, wo die sind. Mit TCP, was sind die Eigenschaften?
man kann sich's vorstellen wie ein Fluss an Buchstaben, die auch jedes Mal quittiert werden, wenn sie ankommen. Also das heißt, der Sender, der das Paket losgeschickt hat, bekommt vom Empfänger immer eine Benachrichtigung, dass er das erhalten hat. Daher gibt es auch dieses Konzept einer echten Verbindung, weil beide Seiten im Wechsel immer wieder miteinander reden und sich synchronisieren. Beide Parteien oder beide Teilnehmer dieser Kommunikation wissen auch zu jedem Zeitpunkt, wo genau in der Kommunikation sich die beiden befinden. Also das heißt, welchen Teil der Empfänger zum Beispiel schon empfangen hat. Diese Pakete können natürlich aber auch verloren gehen auf dem Weg. Es gibt auch hier keine Garantien, dass es immer korrekt funktioniert. Das gibt es bei keinem Netzwerk am Ende. Ich meine, am Ende ist es physisch, wenn jemand einfach einen Stecker rauszieht, dann ist das Netz halt hin in dem Moment. Und TCP realisiert das in dem Moment. Es merkt quasi, ich habe ein paar Pakete rausgeschickt, also der Sender, und realisiert dann, dass er keine Benachrichtigung dafür erhalten hat, dass die angekommen sind. Das versucht er dann immer mal wieder. Und irgendwann merkt er, dass da wohl keine Verbindung mehr besteht. Man kann einstellen, wie oft er das immer wieder versucht. Aber am Ende kommt er dann an den Punkt, wo er sagt, okay, es funktioniert wohl nicht, die Verbindung ist verloren. Aber wenn man schnell ist und das Kabel schnell genug wieder einsteckt, schneller als diese Zeit, die er wartet, dann ist es so, als wäre da nie eine Unterbrechung gewesen. Es ist halt nur eine kleine Verzögerung im Nachrichtenstrom. Die merken sich ja jederzeit, was sie geschickt und empfangen haben, und daraus können sie dann rekonstruieren, was sie noch schicken müssen, was ihnen jetzt fehlt, dadurch, dass das Kabel weg war. Und das Letzte, was wir auf der Liste hier haben, das unterste, ist SCTP. Es ist nicht ganz so verbreitet wie die anderen beiden Protokolle, aber es ist ein relativ mächtiger, es ist eine Verbindung aus UDP und TCP, und die hat relativ gute Eigenschaften und ist relativ mächtig. Es ist relativ jung im Vergleich zu den anderen. Die UDP und TCP wurden in den 70ern und 80ern entwickelt. Und der erste Standard für SCTP ist aus dem Jahr 2000. Also es ist bedeutend jünger als die anderen beiden. Aber es ist eine relativ schlagkräftige Mischung der beiden. Es nimmt die besten Eigenschaften von beiden. Also bei TCP ist es ja so, dass ich einen konstanten Fluss von Text oder was auch immer, von Bildern oder was auch immer man transportieren will. Und bei UDP hat man einzelne Nachrichten, die auf den einzelnen, nennen wir sie jetzt mal Postkarten, sitzen und die ich dann einfach so verschicken kann. Das Konzept hat TCP gar nicht. Es schickt einfach nur konstant Informationen hin und her. Bei SCTP, da gibt es auch das Konzept einer Verbindung. Also wo beide Seiten wissen, was der Status der Verbindung ist, beziehungsweise der Verbindung und auch der Kommunikation, die drüber fließt. Und es ist trotzdem möglich, dass ich immer noch einzelne Nachrichten schicke, die eine feste Größe haben und die ich als Einheit schicken kann, also als abgeschlossenes Ding, das ich neben dem normalen Strom schicke. Das passt relativ gut zu dem Web heutzutage. Also man muss relativ viel Dinge obendrauf nochmal bauen, um dasselbe zu erreichen. Also wenn ich zum Beispiel ein Bild zu der Webseite schicken will, dann ist da relativ viel Arbeit dabei, die geleistet werden muss, damit das möglich wird, das alles parallel zu schicken, also die Webseite und die Bilder zum Beispiel. Aber der Vorteil des SCTPs ist halt, dass es auch wieder den Retry hat, also das ist immer wieder versucht, bis es dann auch wirklich angekommen ist. Aber es gibt auch Multihoming, also das bedeutet, wenn man jetzt einen normalen Heimrouter nimmt, dann hat er immer nur eine Internetverbindung. Aber in der Zukunft wird es wahrscheinlich eher so sein, dass wir verschiedene Formen der Internetanbindung haben werden, die SCTP dann auch gleichzeitig nutzen kann.
Also es kann dieselbe Information über verschiedene Verbindungen schicken. Also zum Beispiel diese Heimrouter, die ein normales Kabel haben und zum Beispiel eine Handykarte. Das ist natürlich ein bisschen verschwenderisch, also vor allem, wenn man es beides auf beiden Kanälen gleichzeitig schickt. Aber es gibt halt ein extra Level an Redundanz und mehr Sicherheit, dass es auch wirklich ankommt. Ich bin mal gespannt, was die Zukunft da noch bringen wird. Aber wir müssen noch mal abwarten, was da passiert. Noch ist die Zukunft relativ unklar an der Stelle, aber es wird spannend. Manche Firmen stellen schon Geräte her, wo sie sehr viel mehr Kontrolle darüber haben wollen, wie die Software das Netzwerk dann wirklich verwendet. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie die Software heutzutage gebaut wird, also zum Beispiel Apps auf dem Handy, das ist relativ schwierig bei HTTP und bei TCP, aber bei UDP ist es relativ einfach. Deswegen gibt es da auch wieder Ansätze, dass man wieder weggeht von TCP und wieder mehr UDP verwendet. So, jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen den Anwendungen widmen. Auf den Postkarten haben wir Adressen aufgeschrieben, IP-Adressen, und wir haben entweder UDP oder TCP ausgewählt, je nachdem, was am besten passt. Normalerweise hängt es davon ab, was für eine Anwendung wir benutzen. Manche brauchen das eine, oder manche können auch beides benutzen. Das allererste, was wir uns anschauen wollen, ist DNS. Das ist das Internet-Telefonbuch. Das ist ein großer Unterschied. Ein Telefonbuch ist etwas, was wir von einem Veröffentlicher bekommen. In der Regel der Telefonlieferant oder der POC, wenn man auf dem Kongress ist. Sie wissen alle Telefonnummer und die können uns die Liste mit den Namen geben. DNS ist ein bisschen anders, weil jeder, der einen Namen hat, einen DNS-Namen, ein Domain-Name-System, einen Namen hat. Jeder kann einen Namen registrieren und jeder, der das macht, kann die Informationen veröffentlichen. Ihr könnt frei aussuchen, was ihr veröffentlichen wollt. Ihr könnt sagen, also zum Beispiel, wenn ihr 1000 IP-Adressen habt, dann könnt ihr Namen für die ganzen 1000 IP-Adressen veröffentlichen, oder ihr wollt vielleicht nur ein paar veröffentlichen, die interessant für andere Menschen sind. Und 90% sind nur interne Systeme. Jeder darf wählen, was er veröffentlichen möchte. Und jeder kann auch beschließen, wie er diese Informationen speichert. Man muss es nicht irgendwo hinsenden und die veröffentlichen das dann. Aber das kann man selber machen. Das ist dezentralisiert. Es ist immer noch ein sehr altes Protokoll, auch von den frühen Tagen des Internets. Niemand hat über Sicherheit nachgedacht. Und auch niemand hat viel über Angriffe nachgedacht, wie man die angriffen kann, ob man irgendwas fälschen kann oder das hat einfach niemand drüber nachgedacht, weil das war designed für Firmen, die für die Regierung arbeiten, und jemand wollte zusammenarbeiten und es gab keine Bösen. Das Internet jetzt ist komplett anders. Und die meisten von diesen alten Protokollen sind nicht mehr so toll. Grundlegende Funktionalität vom DNS ist, dass man IP-Adressen veröffentlicht. Aber man kann auch andere Sachen da drin veröffentlichen. Zum Beispiel, wenn ihr DNS euch näher anschauen wollt, dann gibt es später nochmal einen Vortrag darüber. Denn das nächste ist SMTP. Einfaches Mail-Transport-Protokoll, das wird benutzt, um jede einzelne E-Mail in der Welt zuzustellen. Jedes Mal, den ganzen Tag. Etwas, was ein
bisschen interessant dabei ist oder ziemlich interessant ist, aber auch ein Problem bei E-Mail ist, das ist jetzt nicht ein Problem von SMTP inhaltlich, aber der Umfang von SMTP. SMTP wird nur benutzt, um E-Mails zu senden. SMTP hat nichts zu tun mit dem Empfangen von E-Mails. Das bedeutet, dass es einen eigenen Mechanismus dafür gibt, E-Mails zu empfangen. Und die Art und Weise, wie diese beiden Protokolle oder Mechanismen miteinander funktionieren, führt dazu, dass die Mailkost bei der Person liegt, die die E-Mail empfängt. Also ich muss dafür bezahlen, dass entweder mit Informationen oder Geld, dass ich eine E-Mail-Adresse habe, wo ich irgendwelche Gigabytes an Speicherplatz habe. Aber Leute, die E-Mails senden, müssen überhaupt nichts bezahlen. Sie brauchen nur Internetzugang. Dann können sie alle E-Mails senden, die sie wollen, den ganzen Tag, zu jeder möglichen Adresse, jeder möglichen E-Mail-Adresse in der Welt. Und das ist, warum wir ein Spam-Problem haben auf diesem Internet. Es ist, es ist ein Bug. Lass uns mal schauen, ob wir das irgendwie repariert kriegen. E-Mail ist so tief integriert in unserem tägliches Leben, dass ich nicht sicher bin. Aber wenn das funktioniert, wäre das toll. Das letzte Protokoll, was ich nochmal sagen möchte, ist HTTP, über das ich reden möchte, ist HTTP, Hypertext Transport Protokoll. Das wird für Web benutzt. Also vielleicht kennt ihr das vom Webbrowser, wo bei den URLs ihr vorne http://eintippt. Ursprünglich war das Hypertext, also es war Text mit so ein paar Links und alles andere wurde später drauf gebaut. Ich möchte hier mal ein kurzes Beispiel für SMTP zeigen. Ich muss etwas hier drüber machen, weil er sieht nicht so toll aus. Es ist nicht so einfach, das zu lesen. Da haben wir auch die zusätzlichen Buchstaben. Hätte das schon früher machen müssen. Sorry. Das ist ein Beispiel, wie E-Mail zugeliefert werden kann. Das ist alles, was man braucht, um eine E-Mail auf dem Internet zu senden. Das links oder das rechts an der linken Kante sind die Pfeilrichtung. Also wenn der Pfeil nach links zählt, wird das vom E-Mail-Server empfangen, und wenn der Pfeil nach rechts zeigt, ist das, was wir zum E-Mail-Server senden, wenn wir eine E-Mail senden wollen. Also wenn wir zum Beispiel mit einem E-Mail-Server verbinden wollen, zum Beispiel bei meinem, schick uns mal ein bisschen Text, wir benutzen TCP und wir benutzen den Port 25, um SMTP zu sprechen. Also wir kriegen eine Reihe von Text, der hin und her kommt. Der Server sagt uns 220 und der Name, das ist quasi willkommen. Wir sagen, hallo, mein Name ist Laptop. Weil ich das jetzt von meinem Laptop mache, der Server wird sagen, okay, nett dich zu treffen. Und dann sagen wir, ich möchte eine E-Mail senden, wo die Senderadresse test@stuke.se ist. Und wenn ihr aufpasst, der Sender der E-Mail kann die Absenderadresse festlegen. Das ist, warum es so super einfach ist, für jeden eine Mail von jeglicher Absenderadresse zu fälschen. Das ist einfach ein Teil der Nachricht. Ein Teil der Nachricht. Der Server akzeptiert den Sender, obwohl der Sender eventuell gar nicht existiert. Also ich sage dem Empfänger jetzt, das ist von mir. Also Server sagt, okay. Dann sage ich, hier sind die Daten für diese E-Mail. Und der Server sagt, jo, send mir mal den Inhalt. Und dann sage ich eine E-Mail, wo der Sender trollololo ist mit einer falschen Senderadresse. Irgendein Subject und dann Text und dann, wenn ich fertig bin, sende ich einfach einen Punkt, um einfach zu sagen, hey, Ende der Nachricht, und der Mail-Server sagt, okay,
Dann sage ich zum Server, tschüss, quit, ich möchte mit dir nicht weiter reden. Und dann sagt der Server, closing und tschüss. Das ist E-Mail auf dem Netzwerk. Letztes Beispiel. Eine Webseite über HTTP aufrufen. Das ist noch einfacher. Ich habe das noch ein bisschen weiter vereinfacht, wenn ihr das selber versucht. Könnt ihr gerne ausprobieren. HTTP ist auch TCP und der Port ist 80. Ich habe versucht, dem events.ccc.de Webserver zu kommunizieren. Ja, auch das, was nach die Pfeile nach, oder die größer als Zeichen ist das, was der Server empfängt. Get, ich schreibe hier get, der slash, weil ich die slash, weil ich die Hauptseite bekommen möchte, und dann sage ich, ich rede HTTP 1.0. Und dann sage ich, ich möchte die Startseite von dem Hostname events.ccc.de senden, empfangen. Dann schicke ich eine leere Zeile, um zu sagen, hey, das ist jetzt meine Anfrage oder mein Request. Und dann kommt die Antwort oder die Response, die Pfeile zeigen in die andere Richtung, wo der Webserver sagt so, wo nachher fragt, das haben wir hier nicht. Aber hier könnt ihr das finden. Und geht hier, das 301 ist der Code für Weiterleitung. Und die Inhalt, nachdem ihr fragt, das ist da permanent hin verschoben worden. Und der neue Ort ist https://events.ccc.de. Also, ich habe den IP- und TCP-Verbindung benutzt, ohne irgendeine Verschlüsselung dazwischen. Und das, darum kann ich das einfach eintippen. Das Get und das Host und die Get-Zeile und die Host-Zeile. Aber der Webserver sagt, ey, ich möchte mit dir nicht ohne Verschlüsselung reden. Und darum müssen wir zu dieser HTTPS-Adresse gehen. Und ja, vielen Dank, events.ccc.de. Ich mag Verschlüsselung und das ist gut. Und außerdem vielen Dank an alle Engel, die diesen Kongress ermöglichen, weil ohne sie... Ohne die ganzen Engel, die hier sind, würde der ganze Kongress nicht funktionieren. Und außerdem möchte ich euch im Publikum Danke sagen dafür, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr was Neues lernen wolltet und dass ihr eure Komfortzone verlassen habt. Thank you very much, Peter. Now we have some time left for Q&A. Danke. Peter, Fragen. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch hinter die Mikrofone, die ihr im Saal habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haben wir Fragen aus dem Internet? Nein, das Internet hat keine Fragen. Irgendwelche Personen ein Mikrofon winkt, wenn ich euch übersehen habe. Irgendwelche Fragen? Mikrofon 5. Frage bitte. Sie haben darüber gesagt, dass SMTP einen Bug hat, im Sinne dessen, dass man einfach E-Mails senden kann und das Problem ist beim Server? Nee, leider, so einfach ist es dann doch nicht. Es ist tatsächlich nicht simpel, das zu lösen, aber... Und es gab mal einen Vorschlag vor ziemlich langer Zeit von jemand, der bedeutend cleverer ist als ich. Da war die Idee, dass man das alles umdreht, dass der Sender die Nachricht speichert und der Abholer, dann, also der Empfänger, die Nachricht abholt. Und das würde das Spam-Problem größtenteils lösen, aber... Es ist halt völlig inkompatibel mit dem, was wir bisher nutzen, und daher ist mir nicht klar, wie man dahin migrieren könnte. Also da gibt es einfach noch keine wirklich gute Lösung dafür. Es scheinen keine weiteren Fragen zu sein, also eine große Runde Applaus für Peters, und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzer-Community.